Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Jo Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute im Radio, ausschließlich im Radio, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Ja, erster Anrufer heute Nacht ist Sven. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. 26 Jahre alt. Ja. Stimmt. Um was geht's, Sven? Und zwar, also ich bin seit einem Jahr, habe ich mal eine Sucht, und zwar Kleptomanie. Mhm. Und zwar ist bei mir das so, dass ich kann ruhig Geld haben und auch ganz normal einkaufen und ich lasse meistens immer was mitgehen. Also was denn? Ich sag mal, das alles mögliche quälige Gemüsebeet, angefangen von einer Dose Cola bis hin zu, sag ich mal, Markenanziehklamotten und DVDs, CDs. Mhm. Seit einem Jahr? Ja, seit gut einem Jahr jetzt. Wie fing das an? Ja, das fing an, ich weiß nicht, das ist einfach so gekommen. Ich habe eine CD gesehen, die gefiel mir ganz gut und zu dem Zeitpunkt, also in dem Moment hatte ich kein Geld und dann habe ich die einfach mehr oder weniger in meine Tasche gleiten lassen und bin dann rausgegangen und ist nichts mehr passiert und dann irgendwie wurde dann immer häufiger und auch unterschiedliche Läden immer wieder, also ich gehe nicht in einen und den gleichen Laden, weil ich bin, ja, ich sag mal, wo sich die Gelegenheit für mich bietet, wo ich meine, dass ich die Gelegenheit biete, dann möchte ich das, wenn ich die Gelegenheit im Shop, sag ich mal. Mhm. Du hast ja gerade gesagt am Anfang, meine Sucht, ist das eine Sucht oder ist es einfach an sich gehen lassen? Also mittlerweile, also für mich selber würde ich sagen, es ist eine Sucht, weil, wie gesagt, ich gehe ganz wenn man das sagt, wenn man sagt, Sucht, ist man schon gleich so ein bisschen entschuldigt, weil es ist Krankheit und dann nach dem Motto, er kann nichts dafür, er muss behandelt werden und so weiter. Und das entzieht sich so der eigenen Zuständigkeit in irgendeiner Form. Deswegen frage ich das. Nee, wie gesagt, ich kann also auch ganz normal in den Laden gehen und, sag ich mal, für die Woche jetzt einkaufen und aber dann gehe ich nicht nur mit dem Zeug raus, was ich bezahlt habe, an der Kasse ganz normal, sondern ich habe auch noch in meinen Taschen und was weiß ich noch sonst wo, habe ich auch noch Sachen, die ich mal eben dann nicht bezahle. Ja. Wie viele Sachen kommen da so in der Woche zusammen, die du auf diese Art und Weise dann auch mit nach Hause beförderst? Also ich sag mal, das hängt auch immer ganz von ab, wie oft ich in der Woche einkaufen gehe. Ja, ist klar. Ja klar, aber trotzdem. Also das kann schon mal sein, dass das 2-3 DVD-Filme in der Woche sind oder mal 2-3 Hosen oder Sweatshirts oder so. Also ist immer unterschiedlich. Also ist im Laufe des Jahres schon eine ganze Menge zusammengekommen. Das ist also, sag ich mal, wirklich eine Menge zusammengekommen. Diese Sachen, die du da mitgehen lässt, die benutzt du auch oder? Also ich sag mal, die DVD-Filme, klar, die schaue ich natürlich und. Naja, es könnte ja sein, dass du die irgendwie verklopst oder bei eBay versteigerst oder sowas. Nee, also das mache ich nicht. Also die bleiben, sag ich mal, bei mir privat zu Hause. Ich finde sonderbar, dass das mit 25 Jahren dann so ganz schlagartig anfängt. Mhm. Ne? 26. Ja, gut 25 war ich damals. Ja, vor einem Jahr, ne? Mhm. Ja. War das schleichend? Ging das so allmählich? Wurde es immer mehr? Hast du, oder? Ja, es ist immer so, es wurde dadurch immer mehr, dass ich ja, sag ich, bis jetzt immer noch nicht erwischt worden bin und ich würde auch wohl gerne mit aufhören, aber ich weiß nicht, an wen ich mich da genau wenden muss, wie ich das machen will, weil ich denke einfach, wenn ich dann gepackt werde und alles, dann sieht das natürlich auch nicht so gut aus als 26-Jähriger und vor allem, wenn ich dann das Geld dafür natürlich dann noch im Portemonnaie habe, dann also sieht das noch blöder aus. Noch keinmal erwischt worden? Nimmt es denn in der letzten Zeit zu? Das heißt, dass du das öfter machst als noch vor einem halben Jahr? Also ich sag mal, das Problem dabei ist, es wird gezielter. Das ist das Riesenproblem dabei. Also das liegt nicht, wir halten nochmal fest, es liegt nicht am Geld, du hast genügend Kohle. Hallo? Jetzt ist Sven weggebrochen. Mit wem machen wir weiter? Mit Angela. Angela 20, guten Morgen. Hallo. Ja, und auch Marvin ist da. Ja, ne? Der ist auch da, genau. Der ist 26. Genau. Wir versuchen übrigens den Sven nochmal zu erreichen.
und uns weiter mit ihm zu beschäftigen, entweder hier auf dem Sender oder mit der Psychologin. Angela, um was geht es? Angela? Ja, es geht um das Thema, was du letzte Woche hattest, das war verbotene Lust. Ja. Und zwar geht es darum, dass wir einen Dienst anbieten und das heißt, dass halt Herren zu uns kommen und uns beim Sex zusehen. Ach, also dir und Marvin. Ja, genau. Ist Marvin dein Freund? Ja. Dein richtiger, dein Geliebter? Seid ihr ein Paar? Ja, wir sind ein Paar. Seid ein Paar. Genau. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Im Juli werden es 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange betreibt ihr schon dieses Geschäft? Seit letzten Sommer. Also seit fast einem Jahr dann auch schon. Genau. Moment, jetzt, dann kommen irgendwelche Herren zu euch in die Wohnung? Ja, das sind nicht irgendwelche, das ist eigentlich das kann so. Ich habe mal auf so einer Sexline telefoniert, ich habe da Höschen verkauft. So. Ja. Also du bist schon gut im Geschäft diesbezüglich, ne? Ja, und dann war halt da einer, der war auch sehr nett eigentlich und der hat mich gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, uns beim Sex fotografieren zu lassen. Da musste der doch erstmal wissen, dass es einen Mann gibt an deiner Seite. Ja, nee, der wusste das halt auch mit Marvin telefoniert. Dann kam der halt zu uns und der war wirklich, der war sehr korrekt, hat einen guten Eindruck gemacht und so. Mhm. Und dann kam ja halt so im Gespräch so auf das Thema hier Internet und von wegen, man konnte ja mal eine Anzeige schalten, Männer gegen Taschengeld zusehen. Ja, dann hat er es für uns halt gemacht. Ja, und hat die halt auch aussortiert, weil es gibt ja auch so Adressen, so hier 20 cm Penis und so. Und das hat er halt direkt aussortiert. Ja, dann haben wir halt die Nummern bekommen, uns mit denen in Verbindung gesetzt. Ja, und dann... Wieso habt ihr die 20 cm Penisse aussortiert? Ja, das sind ja so Perverse, die sowieso eigentlich nur auf Sex aus sind. Und das wollten wir also nicht mehr, weil... Also ihr seid interessiert an dem seriösen Kunden. Ja, genau. So. Ja, und... So, jetzt kommen diese Männer zu euch in die Wohnung. Ja, einzeln. Ja, natürlich einzeln, ja. Naja, so natürlich ist es auch. Wie geht das dann ab? Ja, also die kommen erstmal zu uns, dann unterhalten wir uns so mit denen und... Über alles? Ja, also wir ziehen jetzt auch nicht alles aus unserem Privatleben, aber halt, wo man halt so spricht, sag ich mal, ja. Und dann geht man halt ins Schlafzimmer und ja, aber wir verlangen halt auch von denen, dass die sich halt auch ausziehen. Ach so, das schon. Weil wir halt ja, weil wir uns ja natürlich frei hingeben und dann möchten wir das halt von denen auch, dann können sie sich halt aussuchen. Also die setze ich dann natürlich mit aufs Bett und so und ja, manche sind natürlich auch ein bisschen scheu, ist klar, aber nach einer Zeit vergeht das dann. So, die ziehen sich aus. Die setzen sich mit euch auf das Bett. Das heißt, da ist keine große Distanz mehr zwischen euch und dem Kunden. Nein. Ne? Nein. Ihr habt dann einen richtigen Geschlechtsverkehr auf dem Bett miteinander. Ja, mein Freund und ich, ja. Dein Freund und du. Dein Freund Marvin und du. Genau. Und die Männer, onanieren die dann? Oder was machen die? Nein, ja, ein bisschen. Aber ich blas den ja ein danach halt. Ach so, das auch noch. Weil, also das ist halt, also die Preise sind halt, die gucken für 50 Euro zu und 75 Euro bekommen wir halt, wenn ich den ein... Ich verstehe schon, ja. Mhm. Ja, genau. Ja, da ist das so eine Prostitution light, ne? Ja, ja. Mhm. Aber ja, aber jetzt halt nicht so im ganz extremen Sinne. Nee, aber es ist also, schon, ja. Wir hatten in der Anfangszeit so 4 bis 5 Männer pro Woche da. Mhm. Das hat sich jetzt natürlich geregelt, das ist auch 3 Stammkunden ungefähr. Wie oft kommt das vor? Das ist eigentlich selten. Der eine zum Beispiel ist jetzt beruflich ziemlich weit weg. Mhm. Der andere, der kommt aus Goslar. Ja, ich meine, so kommt es einmal in der Woche vor im Durchschnitt jetzt mittlerweile? Nee, so vielleicht 3-4 Mal im Monat. 3-4 Mal. Also so oft nicht mehr. Na gut, das ist ja nicht. Selber Internet haben, dann wollen wir halt auch wieder diese Anzeigen schalten. Ja, so, jetzt gibt's mir mal den Marvin. Ich will jetzt mal die andere Seite hören. Ja. Angela, wir reden gleich nochmal. Okay. Mhm. Hallo Domian. Hallo Marvin. Macht dir das nichts aus, wenn deine Freundin sich dann quasi, oder wenn die dann die Männer belustigt da? Nein, das macht mir eigentlich auch Spaß. Also es macht mich geil, dabei zuzuschauen auch. Aha. Es gab gar keine Hemmung am Anfang bei dir? Doch, das war bei uns schon. Also am Anfang, wo wir das erste Mal gemacht haben. Aber wir haben ja hier einen da gehabt, der uns fotografiert hatte. Der hat uns da also gut drauf eingewiesen, sagen wir mal so. Achso, das war die Phase 1. Die Phase 1 war fotografiert werden beim Sex. Ja. Phase 2 war dann live, dass jemand wirklich als Kunde dabei ist. Genau. Mhm. Und da riefen also ziemlich viele Leute an, auch von weiter weg. Das war also das Seltsame.
dass sie also wirklich dann nur, um mal zuzuschauen, auch nach hier kommen, jetzt ohne Sex zu machen, weil das haben wir von vornherein auch direkt gesagt. Naja gut, aber so ein bisschen Sex ist es ja schon, wenn deine Freundin die Männer dann oral befriedigt. Ja schon, aber das ist ja nicht bei jedem, also nicht sie sucht sich die ja aus. Mhm. Sie sagt ja auch, ja, ich mache es bei dir, also es kommt auch darauf an, wie derjenige aussieht. Ja. Es kann durchaus sein, dass ihr euch da dann vergnügt vor diesem Kunden. Ja. Und das war's dann. Das war's dann, genau. Und der Kunde auch nicht onaniert dabei. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nein. Wie lange dauert so eine Vorführung? Ja, es kommt drauf an, also wir gucken jetzt nicht auf die Uhr, es kommt also drauf an, wie geil wir auch sind. Mhm. Und dann kommt es halt drauf an, halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch länger. Mhm. Kannst du für dich beantworten, abgesehen jetzt von der Kohle, die ihr damit macht, was dich daran antörnt? Was mich dabei antörnt, ist, dass also jemand auch zuguckt. Das macht mich also auch geil. Ja, warum? Und halt, das ist mir klar, das ist mir schon klar, aber warum? Warum? Ich weiß es nicht, es ist halt so. Mhm. Das tönt mich irgendwie an, wenn jemand dort dabei ist. Also ist es so eine exhibitionistische Ader. Du willst dabei beguckt werden. Ja, genau. Findest du es auch erotisierend, dass da jemand ist, der das dann auch wiederum auch irgendwie geil findet? Macht dich das dann auch wiederum? Und so weiter. Das ist so ein Ping-Pong. Ja. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Ja. Was sagte gerade Angela? 50 Euro ohne? Und 75 genau, das mit. Ist nur zuschauen. Und die Leute, die also hier hingekommen sind, die sagten also auch, es wäre ziemlich günstig, dass sie auch eigentlich normalerweise gar nicht professionell machen wollten. Mhm. Aber es haben sich so viele Leute plötzlich gemeldet. Das kann ich mir gut vorstellen, klar. Und dann kam also ganz schön die Schleuder mit den Terminen und so weiter. Und naja gut, jetzt machen wir es so halbwegs professionell. Also wir wollen das jetzt nicht, dass wir jetzt wirklich dabei auf die Uhr gucken und sagen, ja, hör mal, du musst jetzt gehen und wir sind jetzt fertig und so. Dürfen denn die Kunden auch irgendwie Anweisungen geben? Also mach jetzt mal dieses und jenes und... Das ist noch nie vorgekommen eigentlich. Ach. Weil sie selber also auch ziemlich scheu sind. Ja, das ist für die wahrscheinlich auch eine peinliche Situation, ne? Genau. Irgendwie also peinlich auch. Wird denn dabei überhaupt gesprochen? Ja, doch sicher. Wir machen auch Pause. Also das muss man eine Zigarette rauchen oder so zwischendurch, doch sicher. Na gut, in der Pause ja. Aber während ihr dann in Aktion seid, da wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nee, ganz selten mal bei jemandem, der so wirklich... sehr geil wird, dann wird schon gesprochen, ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit arbeitslos, seit 2 Monaten. Ah ja. Und die Freundin? Die arbeitet als Tankwärtin, sagen wir mal so. Ach so. Also ich war also vorher in der Gay-Videothek tätig. Ja. Bin nicht schwul, bin etwas bi. Ja. Und war also vorher im Lager von, also im Großhandel. Ja. Auch vom Sexshop mäßig. Also kommst du aus der Ecke quasi so, ne? Eigentlich schon, ja. Und deswegen. Hast du bemerkt, dass das irgendwie eure Beziehung verändert, was ihr da macht? Ja, es war also so, wo also ziemlich viele Leute da waren, dass wir also selber unseren Sex erstmal wieder unter Kontrolle kriegen mussten. Was heißt das? Weil es also zu viel wurde. Wir merken also, wenn jetzt wirklich jeden Tag oder jeder zweite Tag einer kommt, dass es also nicht das Wahre daran ist, eine Sache. Ja, aber ihr habt auch alleine noch Sex miteinander. Ja, sicher, das haben wir auch noch. Ist das schöner? Ja, doch, auf jeden Fall ist es schöner. Ja. Also überwiegt denn jetzt mittlerweile doch die Kohle, die man damit relativ leicht verdienen kann? Bei mir nicht unbedingt. Das ist bei ihr eher. Bei Angela eher. Bei ihr ist es die Geldgier und bei mir ist es doch der Spaß. Ach so. Sie ist da, ja. Ah ja. Gut, Marvin, dann gib mir die Angela bitte nochmal. Ja, okay. Dir alles Gute, tschüss. Danke. Ja. Also die Geldgier ist es bei dir. Ja, also ich habe natürlich auch Spaß daran, aber anfangs war es halt irgendwie, für mich war es natürlich auch ein bisschen komisch, ne? Mhm. Ja, aber da ich selber auch bi bin, war es dann eigentlich, ja... Na gut, da hast du ja nichts von deiner Bisexualität, wenn da Männer zugucken. Nee. Es gucken immer nur Männer zu, ne? Könnte ja auch mal eine Frau zugucken? Also, ja, natürlich. Also wir hatten auch mal also ein Pärchen. Ja. Und die wollten dann vorbeikommen. Dann haben wir halt mit denen gesimst. Mhm. Und dann hinterher kam auf einmal eine Nachricht, wir wären so professionell. Ach so. Also warum? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, als Kunden einzelne Frauen zu kriegen, oder? Ja, natürlich. Also es ist auch so, also finde ich sehr schwer... so eine zu finden. Weil wenn man den Mädels irgendwie sagt, ja hör mal, ich bin Bieren, halten die auch direkt Abschluss. Das ist auch mit meiner besten Freundin irgendwie. Also die reagiert da auch total komisch drauf. Also irgendwie,
Sie schämt sich auch, wenn ich bei ihr schlafe, dann geht sie sich ins Badezimmer umziehen und so. Also ist auch voll komisch irgendwie, ne? Also hast du Sorge, dass eure Beziehung darunter Schaden erleiden könnte unter dieser Tätigkeit? Wegen dieser Tätigkeit? Nein. Absolut nicht, nein. Ich würde es euch wünschen, Angela. Ich bin mir da nicht so sicher. Nee, also. Ich weiß nicht, aber es ist ja schon eine sehr bizarre und sehr irgendwie künstliche Situation, ständig da vor anderen Leuten oder oft vor anderen Leuten Sex zu haben. Habt ein Auge drauf, weil das wäre es nicht wert, wenn eure Beziehung dadurch kaputt ginge. Ja, ich meine, es ist auch so oft kommt da jetzt auch keiner mehr. Ja, ja, ich weiß, 3-4 Mal im Monat. Ja. Aber am Anfang war es natürlich krasser. Ja. Aber da habt ihr auch die Notbremse gezogen. Mir wurde das auch wirklich zu viel, weil ich habe gesagt, ich möchte aber mit dir alleine sein. Ja. Und es geht nicht, dass irgendwie jeden Tag einer hier ist. Also, weil das wird mir selber zu viel, da hatte ich auch wirklich dann keinen Bock mehr drauf. Ja. Also, war wirklich. Also, wieder eine Facette mehr, was die Menschen so machen. Wir haben ja oft vorige Woche schon gehört, dass die Leute sich vor Camps präsentieren, aber ihr macht es dann live in einem Raum, so richtig klassisch, so wie man es früher vielleicht auch gemacht hat. Nun gut, wenn ihr beides wollt und ihr sagt, es ist okay für euch, dann soll es denn auch so sein. Angela, schöne Grüße nochmal an Marvin. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, wenn ihr faxt, bitte schreibt eure Telefonnummer auch drauf. Hier ist Patrick, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Jo. Um was geht's? Also es geht bei mir um, ich war beim Casting von Deutschland sucht den Superstar. Aha. Wann? Direkt am Anfang? Ja, letztes Jahr. Also es war Ende September. Aha. Und erzähl mal. Ja, also ich war da. Da bekam man dann irgendwie, jeder musste sich dann irgendwie anmelden, da sagen, dass er da war. Man bekam eine Nummer. Die musste man sich dann irgendwie hinpinnen irgendwo, das war so ein Schild. Ja. Ja, und da musste man erstmal eine ganze lange Zeit warten, bis man dran kam. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen rundlich, also ich bin ziemlich, schwer. Aber du klingst gar nicht so, du klingst sehr rank und schlank. Ja, bin ich leider nicht. Ja. Also ich bin 1,70 groß und wiege 92. Eieiei. Ja. Und, ja, also das, wenn ich deswegen, weil, also dann ging es dann zur Jury rein. Aber ich könnte mir vorstellen, die sind ja so drauf, das habe ich von Anfang an bemängelt, dass man eben, wenn man nicht glatt gebügelt aussieht, so wie Alexander oder Juliette oder wie sie alle heißen, dass man da so keine großen Chancen hat, oder? Ja, deswegen. Also ich kam halt da rein und ich sah schon, wie Dieter Bohlen so ein bisschen komisch guckte. Und da habe ich dann vorgesungen. Also ich finde, ich kann eigentlich auch recht gut singen. Und dann sagt halt dieser Stein, dieser BMG-Chef und Bohlen eigentlich so einhellig, dass sie die Stimme eigentlich okay fänden, aber ich würde halt nicht ins Bild eines Superstars passen. Das haben die direkt gesagt. Das ist ja krass. Das ist ja krass und auch verletzend. Ja, also in dem Moment war ich super verletzt. Wie viele internationale Stars gibt's, die auch nicht so normiert aussehen? Ja, ich meine, da gibt's doch also Phil Collins, keine Ahnung, da kann man doch viele auf. Ganz viele. Die einfach toll sind, aber halt jetzt nicht so glatt aussehen vielleicht. Wie bist du damit umgegangen, so als junger, aufstrebender, talentierter? Also ich war so aufgeregt, dass ich da nicht groß, eigentlich bin ich auch getraut, habe dagegen was zu sagen. Ich meine, da sitzt halt ein Dieter Bohlen vor dir. Jetzt habe ich das nicht verstanden. Hattest du schon was gesungen? Ja, ich hatte schon was gesungen. Ich hatte schon gesungen, Und dann war da halt noch diese Frau, die war eigentlich so die Einzige, die sehr nett war. Die meinte halt, also von ihr aus würde es echt passen. Aber was hast du gesungen? Ich habe gesungen von Gary Barlow, Forever Love. So, dann kam dieses vernichtende Urteil. Was dann, wurde das noch ein bisschen näher erklärt? Ja, die sind nicht so genau darauf eingegangen. Dieter Bohlen meinte halt wirklich nur, das wäre schön und aber ihm würde da, das würde irgendwas fehlen. Also er würde, wenn er mich ansehen würde, nicht einen Star sehen. Wie siehst du, abgesehen davon, dass du ein bisschen mollig bist, wie siehst du sonst aus? Haarfarbe? Schwarz. Also schwarz. Recht dunkel, ja. Ja. Das variiert auch manchmal. Ja. Aber ich sehe eigentlich, also normal. Ja. Also hat man denn dann überhaupt Mut oder ist man da noch in Stimmung, da irgendwas gegen zu sagen oder ist man da so platt gewalzt? Und also ich nicht. Glaube ich. Man kommt sich vor wie ein kleines dummes Würstchen, ne? Ja, also ich kam mir da ziemlich blöd vor, muss ich ehrlich sagen.
ich stand da halt und dann sitzen da diese vier Fachleute quasi vor dir. Sagen wir mal in Anführungszeichen Fachleute. Ja, oder in Anführungszeichen, genau. Und ja. Und dann zwei von denen sagen dann halt quasi, ja, pass auf, ist okay, aber du siehst halt scheiße aus. Ja. So, damit war es das dann. Dann bist du rausgewackelt und das war's. Genau, das war's ja. Dann standen halt da draußen noch die Kamera, die hat einen dann abgefangen. Mhm. Hat dann da halt noch draufgehalten. Aber ich habe nicht geheult. Das haben die wahrscheinlich noch gehofft. Also du bist kein zweiter Daniel? Nee, oh Gott, auf gar keinen Fall. Magst du Daniel? Ja, liebend gern. So? Nein, also ich war sehr froh, als er jetzt am Samstag rausgeflogen ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das finde ich halt wirklich ungerecht. Da ist dann halt jemand, der da eben wirklich keinen Ton irgendwie singen kann. Der kommt immer weiter, weil er halt irgendwie lustig ist. Ist er lustig? Ich finde ihn nicht lustig. Ja, keine Ahnung, manche finden ihn halt lustig. Alle sagen immer, der schräge Daniel, ich weiß nicht, was daran schräg ist. Ja, also ich fand das halt, ich weiß auch nicht, ich fand das sehr merkwürdig alles, ja. Und ja gut, jetzt ist halt dieser Glatte noch dabei. Ja. Und die professionelle Musical-Sängerin. Gut. Die ich so arrogant finde und so kühl. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube niemandem, wenn er sagt, er kann da auf dem Boden bleiben, wenn du da so gehypt wirst. Ich meine, das ist ja ein Riesenhype, diese Sendung, ist ja nur noch ein Werbeblock. Mhm. Und also ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein, wenn ich das so sehe als Zuschauer, fühle ich mich auch irgendwie sehr unwohl, wenn ich mir das ansehe. Ja, aber ist man denn, wenn man dabei sein wollte, nicht eigentlich neidisch? Denkst du nicht manchmal, ich könnte da jetzt sein, ich wäre es? Also, ich weiß nicht, ob das direkt Neid ist, aber also ich gönne es denen ja schon, also weil manche wirklich? Von denen, also doch, manche. Eigentlich willst du es auch sein. Ja klar, auf jeden Fall, aber manche von denen können ja auch wirklich singen. Aber du auch. Ja, aber die sehen dann halt toll aus. Ja, Keine Ahnung, ich meine, die suchen, ich meine, das ist ja nun wirklich kein Deutschland sucht den super Künstler, sondern also ich glaube einfach wirklich, also ich spiele halt auch ein bisschen Klavier und so weiter, ich glaube, dass wirkliche Künstler, wirkliche Musiker da eher Abstand von nehmen. Also du klingst doch sehr professionell, finde ich. Hast du denn schon so diverse Erfahrungen in dem Metier? Ja, so ein also ich habe schon viele, was heißt viele, aber ich habe schon einige so kleinere Wettbewerbe mitgemacht. Ja. Und also jetzt nichts Großes, nichts. Wie lange singst du schon? Du bist jetzt 23? Seit ich 17 bin, ja. Ah ja. Mhm. Und was ist so deine Stilrichtung? Was würdest du sagen? Ist es so Pop, Rock? Eher ist es ruhig. Also eher ruhig. So ruhigere Sachen, ja. Der sanfte Typ. Ja, ja. Eher so ruhigere Geschichten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es gab halt noch eine Geschichte bei dem Casting. Ja. Also es gab ja nur wirklich genügend Zeit, sich da auch noch mit anderen Leuten zu unterhalten. Und da war halt ein Mädchen, das da irgendwie auch gar keinen Hehl daraus machte, dass man sie nämlich angerufen hatte, weil man ihr angeblich, also so hat sie es jedenfalls erzählt, ihr gesagt hätte, man habe nicht genug Potenzial, also die Kandidaten wären insgesamt zum größten Teil nicht sehr gut, die Auswahl. Mhm. Und man hätte sie in einem Gesangswettbewerb, bei dem sie mitgemacht hatte, mal gesehen. Aha. Und man hätte sie direkt in die letzten 100 mit reingenommen. Aha. Und sie wäre einfach dahin kommen müssen, um halt noch dieses Casting mitzumachen, damit man halt Videomaterial von ihr dann halt noch bei dem Casting hat, damit das halt aussieht, als wäre sie plötzlich da gewesen. Ja. Und das fand ich dann doch echt eine Sauerei. Also, es wird getrickst, also du unterstellst auch, und viele sagen das auch, dass getrickst und geschummelt wird an jeder Ecke. Also ich muss sagen, ich glaube gar nichts mehr irgendwie, wenn ich die ganze Sendung schon sehe. Ich auch nicht. Von den schlechten Moderatoren. Ja, sprich nicht. Die Bild-Zeitung in die Kamera halten. Übrigens habe ich jetzt gehört, dass unser hübsches Mädel Michelle Hunzinger, dass sie so schlecht moderiert, dass sie nur noch ganz wenig Text bekommt. Ja, ja, das merkt man ja auch. Ja. Also, ich meine, ich finde nicht, dass er viel besser moderiert, muss Nein. ich sagen. Aber der Schleimi, der hat dann halt die ganzen Texte und sie lächelt mit ihren zwei Brüsten in die Kamera. Und dennoch verspricht sie sich oft mit ihren zwei Brüsten. Sehr schlecht. Ja. Wen hast du denn als Favoriten jetzt von den beiden? Das ist ja jetzt auch keine großartige Auswahl mehr. Oder ist es dir völlig egal? Also meine Favoritin ist eigentlich schon draußen, das war nämlich diese Judith. Das war die freiwillig gegangen. Ja, Respekt, genau. Ne? Das fand ich stark. Ja, also, finde ich auch. Das muss man erstmal machen. Mhm. Das muss man wirklich erstmal wagen, auch aus dem ganzen Gerüst da rauszusteigen. Mhm. Von den letzten muss ich sagen, also eher dann noch Juliette, aber ich glaube, dass er gewinnen wird, weil er weißt so der Boygroup-Typ ist. Patrick, mir ist das mittlerweile drissial. Ja, ehrlich gesagt auch. Genauso wie der Grand Prix ist mir. Ja, der ist auch völlig langweilig. Völlig öde. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du so ambitioniert. Mhm. Hast du denn mal darüber nachgedacht, dass du
so funktioniert der Markt ja nun mal, dass du denkst, naja, dann mache ich meine Abmagungskur, da sehe ich vielleicht auch, habe ich vielleicht auch größere Chancen, oder sagst du, ich bin wie ich bin und ich schaff's, und Joy Fleming hat's auch geschafft und weiß ich, wer alles international also dick ist und. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe da früher auch schon versucht abzunehmen und so weiter und habe dann immer mal wieder auf was abgenommen, dann ging's wieder drauf, also abgesehen jetzt von der Musikgeschichte her, also nur für die Musikgeschichte. Warum sollte ich da was ändern? Ich meine, ich kann singen, ich kann was. Ja? Ich kann auch Klavier spielen. Und jetzt bitte ich aber noch bitte um eine kurze Kostprobe noch. Von dem Stück, was du bei dem Casting von Deutschland sucht den Superstar. Aber nur ganz kurz. Okay. Nur ganz kurz. Ja. Love, it has so many beautiful faces. Sharing lies. And sharing days. Genau. Ist schwer zu singen, ne? Ja. Sag ich mal so als Laie. Ja. Wie planst du jetzt weiter zu verfahren mit deiner Karriere oder deiner hoffentlich bald anstehenden Karriere? Naja, also, das ist natürlich immer so ein Wunschtraum, das haben natürlich Tausende. Aber, also ich halte da weiter dann fest. Ich werde wohl auch bei dem zweiten Casting von Superstar dabei sein. Kann man das, wenn man einmal abgelehnt wurde bei dem ersten? Man kann sich da mal da. Das heißt, vielleicht sehen wir dich, Daniel. Vielleicht wirst du der zweite Daniel Kübelböck. Das finde ich aber gemein. Nein, ich meine so. Dann muss ich mir ja noch ein bisschen die Eier abquetschen. Oh, wie böse. Ja. Nein. Ich meine, er passt ja auch nicht so ins Klischee. Ich glaube, die werden wahrscheinlich immer einen noch mit nach oben ziehen, der ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja, der die Leute wahrscheinlich so bei der Stange hält. Was machst du vom Beruf eigentlich? Ich mache gerade eine Lehre. Als was? Ja. Ich lasse mich hier soziales Jahr, habe ich gemacht, ein freies soziales Jahr. Mhm. Und ist doch auch so ein bisschen ähnlich wie Daniel, also der war da auch Erzieher oder sowas. Ja, aber Kindergarten. Er ist Kindergärtnerin, ne? So war es. Ja, genau. Ich habe das in der Behindertenschule gemacht. Ja. Genau. Gut, Patrick, es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Ja, mit dir auch. Und hoffen wir mal, dass wir was von dir hören. Ja. Hast du einen Künstlername auch oder wie trittst du auf? Nee, da habe ich mir noch nichts einfallen lassen. Ja. Keine Ahnung. Na gut. Mal gucken. Also, wenn du es schaffen solltest, ein bisschen weiterzukommen im Herbst, dann müssen wir nochmal telefonieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sehr spannend dann. Ja, gerne. Ne? Ja, super. Alles Gute. Ja, bleib, wie du bist. Jo, tschüss. Ciao. Stefan, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Stefan. Ja? Hier ist Domian. Ja, hallo. Ja. Du hast angerufen. Ja. Warum? Genau. Was ist los? Ja, ich habe ein seltsames Phänomen, das nennt sich Schlaflähmung. Schlaflähmung? Ja. Was ist das? Da wacht man aus einem Schlafzustand auf und dann ist man gelähmt, der ganze Körper. Aber man kann die Augen öffnen und nimmt alles in der Umgebung wahr, in seinem Zimmer zum Beispiel. Gott, wie schrecklich. Ja. Du wachst mitten in der Nacht auf. Genau. Dir ist bewusst, dass du jetzt wach bist und du kannst deinen ganzen Körper nicht bewegen. Genau, das ist schlimmer. Du kannst nur die Augen öffnen. Genau. Das ist dann... wird man damit konfrontiert, wenn jemand gelähmt ist. Und das ist irgendwie schrecklich. Dabei treten dann auch Halluzinationen auf, wie man schwebt über dem Bett oder hört so ein lautes Brummen im Kopf. Ja. Oder man fällt in Zeitlupe vom Bett ganz langsam. Oder man sieht so eine schattige Gestalt vom Bett. Und da kriegt man ja auch Panik. Ja, und dann versucht man, sich da irgendwie rauszulösen. Ja, Moment, das sind ja ganz verschiedene Sachen. Einmal, okay, das kann ich mir noch somatisch als Krankheit vorstellen, dass man irgendwie aufwacht und man hat ein Lähmungsgefühl. Aber dann eine Gestalt am Bett zu sehen, das ist ja nur was ganz anderes. Ja, das ist so eine schattige Gestalt eigentlich nur. Was hat das mit der Lähmung zu tun? Ja, da treten einfach Halluzinationen während dieser Lähmung auf. Ach so. Mhm. Also diese Lähmung tritt auch auf vom Übergang in den Schlaf. Gerade in diesem Übergang, das ist nicht, wenn man festschläft und dabei kann man auch nicht mehr sprechen, wenn man dann aufwacht und gelähmt ist. Wie lange ist man denn dann in diesem Zustand? Das kann ein paar Sekunden dauern, das kommt einem auch immer länger vor, als es eigentlich ist. Und schläft man dann wieder ein oder kann man sich dann bewegen? Wenn man versucht wieder einzuschlafen, wird es noch schlimmer, da irgendwie herrscht ein unglaublicher Druck auf einem Körper, so als wenn da jemand drauf sitzen würde. Und man kann sich da befreien, indem man sehr viel Willenskraft einsetzt und sich dann mit einem Ruck oder so befreit. Ist das eine richtige Krankheit? Also, soweit ich gelesen habe, im Internet, auf medizinischen Seiten, soll das so eine Krankheit sein, die das ganze Leben lang anhält. Das heißt, du warst noch bei keinem Arzt deshalb?
Doch, ich habe in Schlaflaboren angerufen, bei Ärzten. Viele wissen davon auf jeden Fall nichts. Wie angerufen? Warum gehst du ja nicht dahin? Ja, aber es ist ein bisschen weiter weg. Du kannst doch zu einem Arzt erstmal gehen. Ja, da habe ich ja schon mal mit einem gesprochen, aber... Die wissen nicht Bescheid. Nee. Wie lange hast du das schon? Ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre? Und kam auch so von heute auf morgen? Ja, genau. Kriegt man da nicht erstmal eine irre Panik, wenn man wach wird und der ganze Körper ist gelähmt? Natürlich. Du kannst nicht einen kleinen Finger bewegen, gar nichts. Nee, man versucht wirklich richtig zu schreien oder Hilfe zu rufen, aber das geht nicht. Man kann einfach nicht mehr sprechen, gar nichts. Aber wenn du das 2 Jahre schon hast, verstehe ich das nicht, Stefan, dass du da nicht schon mehrere Ärzte konsultiert hast. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil diese Krankheit soll sehr ungefährlich sein. Ja, weißt du mittlerweile, aber am Anfang wusstest du das nicht. Ja, am Anfang hatte ich erstmal Panik und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und die haben mir das auch nicht so geglaubt und meinten, das wäre auch nur ein Traum oder so. Wie oft kommt denn das vor? Das kann 3-mal in der Nacht vorkommen. 3-mal in der Nacht? Ja, dann täglich auch. Das kann aber auch manchmal 1-2 Monate gar nicht kommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass man das irgendwie fast selber schon herbeiführen kann. Inwiefern? Ja, wenn man gerade einschlafen will und da noch nicht richtig schläft, man weiß, dass man noch wach ist, aber schon anfängt zu fantasieren und zu träumen. Und dann auf einmal plötzlich kommt dieses Gefühl durch den Körper und dann ist man gelähmt. Ja, hört sich alles ein bisschen verfeilt an. Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Ich sehe darüber nichts im Fernsehen, ich höre da von den Freunden nichts drüber oder so. Ja, aber offensichtlich hast du im Internet irgendwas entdeckt. Ja, genau. Und da habe ich... Wie heißt denn das? Wenn es eine richtige Krankheit ist, muss ja auch einen Namen haben. Ja, man kann es unter Schlaflähmung suchen. Und da findet man auch viele Sachen drüber, die dann erklärt werden. Hängt dann auch mit einer anderen Krankheit zusammen. So Schlafsucht nennt sich das. Aber das habe ich nicht. Dennoch verstehe ich das nicht. Ich muss das nochmal sagen, dass du nicht ärztliche Hilfe suchst. Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich die suchen sollte. Ich meine, es ist manchmal ganz interessant. Weil du A, nicht genug weißt über diese Krankheit. B, kann es sein, dass es sich noch verschlimmert. C, könnte man was dagegen tun? Ja, ich überlege auch immer, eventuell dann irgendwie Hilfe zu suchen. Aber ich meine, bis jetzt hat sich da noch nicht wirklich was gezeigt, dass es so schlimm ist. Naja, hör mal, wenn du das manchmal 3-mal in der Nacht küsst. Also mittlerweile bist du schon ein bisschen dran gewöhnt, aber die erste Zeit, da wird doch jeder panisch eigentlich zum Arzt rennen. Ja, mit sowas kann man nicht so einfach zum Arzt rennen. Weil ja, klar kann man das. Wenn der erste Arzt nicht Bescheid weiß, dann weiß der dritte vielleicht. Ich habe ja schon bei vielen Ärzten angerufen, aber die wissen da überhaupt nicht drüber Bescheid. Ja, du kannst doch nicht anrufen. Du kannst doch nicht mit einem Krankheitsbild einfach jemanden anrufen. Da geht man hin. Ja, hier in der Nähe, die Hausärzte, da kann man sich nicht einfach... Da war ich ja schon und habe so gefragt, aber... Dann fängt man ja an, nach Schlaflaboren zu suchen und so. Du hast gerade so nebenbei gesagt, es ist ja auch irgendwie ganz interessant. Wie meinst du das? Ja, weil man nimmt da schöne Wahrnehmung irgendwie, weil das ist irgendwie, wenn man dann so kurz schwebt oder so, das ist ein tolles Gefühl. Das hängt auch nicht immer mit Panik zusammen. Und in diesen Foren bin ich etwas abgewichen. Und zwar zu den Astralreisen hin. Und da steht fast in jedem Forum, dass das damit zusammenhängt, dass das erste Stadium zum Astralreisen hinübergeht. So, jetzt will ich offen sagen, Stefan, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das stimmt, was du mir erzählst. Also ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Es könnte allerdings auch sein, dass es was Esoterisches ist. Und jetzt gibst du gerade die Richtung ja auch an. Ja, aber ich wusste da vorher ja auch nicht drüber Bescheid, dass es dann irgendwie damit zusammenhängen könnte. Also was sicher ist, diese Beweise stehen alle im Internet auf medizinischen Seiten, richtig bewiesen. Ja, das mit den Astralreisen ist dann natürlich wieder was anderes. Ne? Ja, absolut, ja. Also ich wär erst sicher, wenn du mir erzählst, ich war hier bei einem Wissenschaftler, der sich mit Schlafforschung beschäftigt und so weiter und der hat mir das und das so und so erklärt. Also ich habe das wirklich nur nachgelesen, kann das dadurch eigentlich nur bestätigen. Also dass ich hier Müller erzähle, das ist bestimmt nicht so. Ja. Naja gut, aber es macht ja auch keine Angst. Also mir wird's Angst machen. Ja, es ist. Ich hätte die Angst irgendwann, dass es sich nicht mehr auflöst, dass ich dann vielleicht gelähmt bliebe. Ja, die hatte ich auch natürlich, die Angst, aber das ist halt nicht so. Darüber kann man sich halt informieren ein bisschen und dann glaubt man das natürlich auch. Wie soll es denn weitergehen? Ja, ich habe mich jetzt seit heute erst mal mit einem in Verbindung gesetzt, der das auch hat. Aber man liest auch 1000 Artikel, dass die Leute das quer durch Deutschland haben, über die ganze Welt verteilt. Dieses Thema Astralreisen ist ja sehr bizarr, ne?
Das ist ja so, dass die Leute erzählen, ich hatte auch schon mal so einen Gesprächspartner hier, dass er seinen Körper im Schlaf verlässt und irgendwo hinreisen kann, also wirklich weit weg sich auch begeben kann. Ja. Glaubst du sowas? Also so langsam, wenn ich immer mehr darüber lese, fange ich an, das zu glauben. Ja. Auch wenn, da wird genau beschrieben, wenn man in Zeitlupe zum Beispiel vom Bett fällt, dass das dann die erste Lösung ist vom Körper. Ja. Wenn man also, dann Angst kriegt. Wenn es mal funktioniert, dann bitte ich dich mal früh schlafen zu gehen und dann eine Astralreise hin zu mir hier in mein Studio zu machen. Ja, ich glaube, das wird nicht gehen. Und dann erscheinst du mir hier vielleicht und dann glaube ich. Dann sagst du, ich bin der Stefan von damals, der mit den Lähmungen. Dann sage ich, ah, okay, du bist es, alles klar, gebombt. Aber das ist ja nicht so, dass ich jetzt schon eine Astralreise erlebt habe oder so. Nein, das ist mir schon klar. Ich habe auch so das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen veralbert wird. Jetzt. Ja, es klingt ja auch ein bisschen seltsam. Ja, natürlich. Ne? Es klingt ja auch ein bisschen seltsam. Ich bin mir immer noch unsicher. Aber ich will es dir glauben, wenn du mir das so erzählst. Dennoch würde ich dir raten, wo wohnst du? In welcher Gegend? Bei Dortmund. Ja, also es gibt doch genug Fachleute im Ruhrgebiet, wo du mal wirklich mit einem profunden, irgendeinem Uni-Professor oder so da mal drüber reden solltest und könntest. Ja, könnte ich mal machen. Das würde ich machen. Ist auch interessant. Klar, ne? Eine Frage. Mal die Seite zu erkunden, was die dazu sagen, die Wissenschaftler. Ja, ich denke aber, die werden nur sagen, ja, das hängt mit Körperbeherrschung zusammen. Warte erstmal ab. Spekulier doch nicht. Geh da erstmal hin. Ja. Ne? Denke ich, werde ich mal irgendwann in Angriff nehmen. Also, und die Vereinbarung steht, ne? Wenn. Ah, das wird nicht klappen, weil ich so. Nein, ich weiß. Ich gelesen habe, kann man diese Körper dann nicht sehen. Ja, das weiß ich auch, ja. Ah, dann komme ich trotzdem an. Nicht so ungut, Stefan. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Sophie, 17, guten Morgen. Ach, Mann, oh Mann. Unser Rechner ist wieder ein bisschen Jack drauf heute Nacht. Dann haben wir jetzt Wilfried hier. Wilfried ist 52, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Wilfried. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Bundesverdienstkreuz. Ich danke dir herzlich. Weil ich habe mich so gefreut, dass gerade du den Durst in ein paar Jahren zu spät. Naja, es ist nie zu spät. Nee, ich habe mich sehr gefreut. Ja, und ich mich erstmal, weil du hast mir in meinen vielen, vielen wachen Nächten so viel Freude bereitet und so viele Hilfe gegeben. Und zwar rufe ich an, ich bin schwerstpflegebedürftig. Ja. Liege seit 23 Jahren nur im Bett. Seit 23 Jahren? Ja. Warum, was hast du? Man hat mir bei einer Operation meinen Ischiasnerv durchtrennt. Ein leider drogenabhängiger Arzt, aber ich muss sagen, darüber war ruhig, dass die OP-Schwester hat den Mund aufgemacht. Was? Das habe ich nicht verstanden. Die OP-Schwester hat das. Ich war der Vierte, den er wohl. Ach so, die OP-Schwester hat es gesagt. Ich war wohl der Vierte, den er zum Krüppel operiert hat. Also ein ärztlicher Kunstfehler, ganz klar. Ja, leider. Na, schlimmer ist, der Chefarzt wusste Bescheid und hat den das. Darüber habe ich mich viel mehr geärgert als über den Arzt. Und das war vor 23 Jahren? Ja, aber deswegen rufe ich eigentlich nicht an. Ich möchte dir nicht was vorweinen und vorstellen. Und zwar, ich glaube seit 7 Jahren machst du deine Sendung. Mhm. Wenn ich nicht im Krankenhaus liege oder gelegen habe, dann habe ich nicht eine einzige Sendung verpasst. Mhm. Oder mein Schatz, also meine Frau, die ich im Krankenhaus kennengelernt habe. Und dem ich wirklich 24 Stunden rund um die Uhr pflegt. Die kommt gleich in einer halben Stunde und bittet mich wieder um. Mhm. Die nimmt mir dann deine, wenn du im Fernsehen bist, dann natürlich auf. Ne? Ach so, ja. Und deswegen habe ich auch mitgekriegt und deswegen rufe ich an, weil ich habe so viel Elend in deinen Sendungen gehört von Menschen, die unheimlich Schmerzen haben, ja. Von Krebspatienten. Und ich habe wirklich eine Schmerzkarriere hinter mir, die ich meinen ärgsten Feind nicht gönnen würde. Ja. Bis ich das Glück hatte, an einem Hausarzt, ich weiß nicht, es war vielleicht der 30. Ja. zu gelangen, bis ich erfahren habe, dass es Medikamentenpumpen gibt, also Morphin oder Ersatzmorphin. Ja. Und ich habe das große, große Glück gehabt, nach ganz vielen, es werden ganz viele so Voruntersuchungen gemacht, eine Pumpe zu bekommen. Vorher. Und die Pumpe ist eingesetzt im Rücken, ne? Nein, die ist implantiert links unter dem Rippenbogen. Ja. Und geht dann mit einem Katheter im Rückenmark und vom Rückenmark direkt ins Schmerzzentrum im Kopf. Und es hat den Vorteil,
wenn du spritzt, das sind alles BTM-Rezepte auf, ob Morphin, wie sie alle heißen, Dolantin, Demgesic, wie das alles heißt, das sind synthetische Morphine, die 10-fach oder 20-fach stärker sind als Morphin. Mhm. Das hat den Vorteil, dass es psychisch nicht abhängig macht. Ach. Und? Was ja ein Segen ist. Das sage ich dir doch. Ja. Und vor allen Dingen, du hast immer die gleiche Dosis. Und wird der die Schmerz ist zwar nicht ganz weg, aber es ist, du hörst mich ja, ich kann mich mit dir jetzt unterhalten. Ja. Das Leben ist wieder lebenswert geworden. Wie gesagt, meine Frau ist OP-Schwester gewesen. Ich habe sie im Krankenhaus kennengelernt. Und sie hat mich so kennengelernt. Ist das auch die OP-Schwester, die das gesagt hat, dass das ein Kunstfehler war? Ja. Das ist sie, ja. Siehst du, weißt du? Sag mal, allem Elend. Hat man dann auch ein Glück. Ja, und dann haben wir noch eine wunderschöne Tochter bekommen. Auf normalem Weg war Geschlechtsverkehr gar nicht möglich. Aber deswegen rufe ich eigentlich dann nicht an. Ich wollte nicht. Du wolltest erzählen von dieser Möglichkeit der Schmerzbekämpfung. Ja. Ja. Lass mich noch fragen, damit ich das besser verstehe. Diese Pumpe, funktioniert die automatisch oder musst du da irgendwie durch die Haut draufdrücken? Nein, die wird programmiert. Es gibt Gasdruckpumpen. Mhm. Es gibt ganz verschiedene, ganz verschiedene Sorten von Schmerzpumpen. Ja. Oder auch Medikamentenpumpen, auch für Zuckerkranke und so. Und wie füllt man die nach? Ich werde einmal im Monat mit einem Krankentransportwagen ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und ich sag, früher hat man mich 110 Kilometer, wohne ich von Münster entfernt, nach Münster gebracht. Dann habe ich im Ort im Krankenhaus angerufen, weil die auch eine Schmerzambulanz haben. Dann sagte man mir, nee, sowas machen wir nicht. Mhm. Weil es soll ein Arzt immer daneben stehen, obwohl ein Techniker die auch füllen würde. Mhm. Aber da haben sie sich geweigert. Mhm. Nur, wo ich mich so geärgert habe, ich bin 1995, habe ich die erste Pumpe bekommen. Mhm. Den Kampf mit den Krankenkassen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, und es gibt Tricks, wirklich Tricks, weißt du, da kloppen die Krankenkassen und die Krankenhäuser sich, wer die Pumpe bezahlt. Wirklich, aber erklär's mir trotzdem nochmal etwas genauer. Ja. Die liegt ja unter der Haut, diese Pumpe. Ganz genau. Wie kann sie nachgefüllt werden? Muss die Haut aufgeschnitten werden? Nein. Es gibt ein Napfelset mit einer ganz langen Nadel. Ach so. Und dann wird die punktiert. Verstehe. Mhm. Und dann wird hier kommen 18 Milliliter passen da rein und je nach Dosierung. Mhm. So, ich habe eine Mercedes unter den Pumpen bekommen, weil ich das Glück hatte, den Chef von der Krankenkasse, von meiner Krankenkasse kennenzulernen. Ja. Die man programmieren kann. Verstehe. Elektronisch. Wie lange hast du jetzt diese Pumpe schon in dir? Ich habe die bekommen im Dezember 95 die erste. Ich habe schon die zweite drin, weil nach 7 Jahren die Batterien abgelaufen sind. Das heißt, die Zeit vor 1995 war wirklich immer nur, meine Frau, immer nur gespritzt. Die Hölle. Im Wahnsinn. Mhm. Weil du hast Schmerz, wenn du Schmerz, du hältst, versuchst auszuhalten, was Dummheit ist. Mhm. So, dann spritzt du. Mhm. Dann geht das ja nicht sofort dahin, wo es soll. Weißt du, der Körper absorbiert ja die ganze Menge. Ja. Du, ich habe vorher mindestens 2,4 bis 3 Milligramm am Tag gebraucht. Ja. Also in 24 Stunden. Weißt du, was ich jetzt brauche? Ja. 0,2 Milligramm. Wahnsinn, ja. In 24 Stunden. Sag weißt mal, du, wie viel die Kassen da sparen? Ja, das ist ein... Weil meine Frau kann spritzen. Mhm. Andere, da müssen Ärzte rauskommen oder Pflegedienste. Absurd ist das, ein absurdes Theater. Ich weiß. Ist ein Wahnsinn. Sag mal, du liegst den ganzen Tag flach im Bett. Ganz flach. Kannst du die Arme bewegen? Die Arme kann ich bewegen. Die kannst du bewegen. Mein Gott, ja, das ist mein Glück. Die Arme und mein Kopf, weißt du. Wie ist es mit dem Stuhlgang? Alles im Bett. Alles im Bett. Alles im Bett. Macht alles deine Frau. Leider, ja. Aber was für eine tolle Frau. Das mein Engel ist das. Ja. Wie alt ist euer Kind? Die kommt jetzt in die 12. und macht hoffentlich nächstes Jahr ihr Abitur. Und du sagst gerade auf normalem Wege, konnten nein. Wie habt ihr das gemacht? Ach Mann, wenn ich dir das erzähle. Deswegen rufe ich an, die kann ich. Aber ich frage jetzt, weil es interessant ist. Ja gut, ich erzähle es ja auch gerne, weil ich bin so stolz auf sie. Spermien entnommen mir. Und meiner Frau dann die Spermien im Liegen, das haben wir alles selbst gemacht. Das hat über ein Jahr gedauert. Immer wieder versucht. Ja, bis es geklappt hat. Wie habt ihr... Aber vorher die Angst, weißt du, ich habe so viele Medikamente nehmen. Ja. Dann habe ich die Spermien erst hat der Urologe eingeschickt und gesagt, okay, immer noch Angst. Dann nimmt man einen zweiten Urologen. Ja. Dann sagt er auch, okay. Ja.
Und so. Dennoch bleibt wahrscheinlich die Angst da. So war es. Und wo sie dann gesund zur Welt kamen, Jürgen, das war... Das glaube ich. Das schönste Glück des Lebens. Ja, ja. Bei all den Schmerzen. So, jetzt wollte ich nur sagen, ich würde gern weiterhelfen. Ja, erzähl, ja genau, sag so, dein Anliegen. Weil ich kenne jetzt die Tricks und die Möglichkeiten, wo die Krankenkassen, wenn die nämlich ambulant implantiert wird, dann müssen die Kassen bezahlen. Dann können die nicht sagen, geht nicht. Jetzt musst du nur das Glück haben, eine Klinik zu finden, die eine ambulante Zulassung hat. Manche Kliniken haben das. Ich bin damals, wo mein Hausarzt mir sagte, es gibt sowas. So, ich verstehe jetzt deinen Anruf. Wir können das ja jetzt hier im Detail gar nicht erklären. Nein, ich verstehe deinen Anruf. Auch gar nicht, sonst machen die Lücke zu. Ich verstehe deinen Anruf so, dass du Signal geben willst, hier Leute, die ihr zuhört, die ihr ebenfalls schwerst betroffen seid und so ein Ding braucht. Ja, es gibt ja auch welche, die sich Erfahrung, bewegen können, genau. Ja, genau, ich habe Erfahrung gemacht, ich kenne die Tricks. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an mich wenden, ich helfe euch. Ist das richtig verstanden? Ganz genau, Jürgen. Das machen wir gerne. Machen wir wirklich gerne. Ihr könnt euch bei uns hier melden, brieflich oder per Fax, Telefon. Aber ernsthaft nicht irgendwie so, weißt du, was ich meine? Nicht, dass... Natürlich nicht, natürlich nicht. Dass da irgendwie, du weißt, was ich meine. Ja. Nein, nein, das machen wir schon ganz ernsthaft und wir würden dann zu dir den Kontakt herstellen, wenn du kannst damit ja helfen. Das will ich hoffentlich versuchen, weil der Chefarzt, mit dem ich jetzt in Behandlung bin, und ich, wir basteln gerade an der Homepage. Und dann, auch eine gute Idee. Ja, und die wird dann, ich hoffe, spätestens in 3 Monaten online sein. Ja. Dass die Leute, dann können die den Arzt per E-Mail anschreiben. Weil die Kliniken, Uni Essen, Uni Bochum, Professor Zenz, ich weiß, ob der da was sagt, dass, das soll der King sein in der Schmerztherapie. Ja. Ob in Münster, überall 2 Jahre Wartezeit. Ja, ja. Weißt du, wir saßen schon wirklich, ich war so weit, dass meine Frau uns wirklich ernsthaft überlegt haben, wir hatten schon das Morphium in der Hand, eine Überdosis zu spritzen. Weil nervlich, kein Mensch kann sich vorstellen. Die besitzen im Krankenhaus dann solche Frechheit, dann geben sie dir Kochsalzlösung, spritzen dir, um zu gucken, ob du markierst oder verstehst. Echt, so machen die das? Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Also bei so schwerkranken Leuten, das ist unglaublich. Jürgen, wenn ich das damals gewusst hätte, was, ich bin 53, und dann ist man so erzogen, ja, Herr Doktor, selbstverständlich, Herr Doktor, weißt du, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, von 100 Ärzten kannst du vor 98 flüchten. Ja, du musst wirklich einen Arzt finden, der Arzt auch nicht als Beruf, sondern als Berufung hat. Ja, das weiß ich, also wie schwer das ist. So schwer, und ich habe einen Hausarzt, den kann ich, man ruft ihn ja nicht an aus Jux und dolle Laune, weißt du, wenn du Kopfschmerzen hast oder sowas. Aber ich habe einen Arzt, der wird sogar Heiligabend rauskommen. Was für ein Glück. Und wie selten das ist, ich weiß. Also ich sag, was habe ich gesucht? Jahrelang. Aber das hat dir doch deine Lebensqualität enorm verbessert, ne? Das Ganze. Das sag ich dir. Guck mal, ich hab 2 Lehren hinter mir. Ich habe mein Abitur in der Abendschule gemacht. Ich habe ein Studium als Informatiker gemacht. Ich habe bei einem der größten amerikanischen Firmen hier in Deutschland gearbeitet, 3 Monate, ich habe da kaum was eingezahlt. Und wurde von heute auf morgen Rentner. In so jungen Jahren, wir sagen das nochmal, das ist vor 23 Jahren passiert, ne? Ja, Kunstfilm. 1980, von einem Taufen auf den anderen. Ich habe gar keinen Rentenantrag gestellt, da kriege ich die Rentenbescheid ins Krankenhaus. Ja, heute bist du 52. Nein, also ich wär ein Sozialhilfeempfänger in dem Sinne, verstehst du? Ja. Ne? So, ich glaube, die Botschaft ist gut angekommen bei den Leuten, die betroffen sind und sich betroffen fühlen. Wir arrangieren das, wenn jemand ernsthaft Interesse hat, den Kontakt mit dir herzustellen. Ich würde mich freuen, wenn ich da wirklich jemandem helfen kann, also von ganzem Herzen. Ich freue mich, dass du diesen Weg gefunden hast, und noch mehr freue ich mich, dass du so eine tolle Frau hast. Und ja, die möchte ich, also mein Gott, die kann ich, also die ist... Ganz liebe Grüße von mir an sie. Ja, das mache ich. Und sie wird sich unheimlich freuen. Lieber Wilfried, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute. Aber dir, wirklich. Dir und deinem Team, bitte, bitte weiter so und noch ganz, ganz viele lange Jahre. Ja. Und du machst mir so viel Freude, das kannst du gar nicht vorstellen. Das ist ja nett, dass du sagst. Ja, doch, das muss man doch ganz bestimmt. Und auch der Heller, viele Grüße. Ja, mache ich richtig aus. Ja. Wilfried, alles Gute. Ich danke, dass Tschüss. Ich durchgekommen bin, und ich wünsche dir eine angenehme Woche. Ja. Und deinem Team natürlich auch besten. Werde ich ausrichten, auf jeden Fall. Ja. Tschüss.
Sophie, oder Sophie, besser gesagt. Ja, hallo. Hallo Sophie. 17. Ja. Stimmt, ne? Es geht um den Suizid meines Bruders. Ja. Wann ist das passiert? Am 29. September. Letzten Jahres? Ja. Ja. Wie alt war er? 21. Warum hat er das gemacht? Also er litt an Schizophrenie, an schwerer Schizophrenie. Wie alt war er denn? Er war 21. Mhm. Und ja, auch. Also er wurde im Januar letzten Jahres halt zwangseingewiesen. Mhm. Und ja, und dann war er halt bis September, also zwischendurch mal raus, rein und so. Und September war er halt dann letzten 4 Wochen halt noch drin und ist von da abgehauen und hat sich von Zug gesprungen. Mhm. Hast du ein enges Verhältnis zu ihm gehabt? Naja, ich war schon so sein Vorbild so für ihn. Also er kam halt immer zu mir und... Ach, du warst sein Vorbild, nicht umgekehrt? Nein, es war halt umgekehrt. Mhm, ja. Also er hat immer mich gefragt und kam halt immer zu mir an und hat nur auf mich gehört halt. Und ja. Hat mich irgendwie bewundert, wie ich mein Leben so meistere, so mhm. in Anführungsstrichen. Gibt es noch andere Geschwister? Nein. Nein. Ihr beiden wart alleine? Ja. Mhm. Also eine ganz wichtige Bezugsperson warst du als kleine Schwester für ihn? Ich denke schon, ich war halt nie für ihn da. Ich weiß nicht. Hast du dir Vorwürfe? Ja, schon ziemlich stark. Weil du meinst, dich nicht genug gekümmert zu haben? Ja, ich war ja in der Zeit, wo er in der Anstalt war, ich war ja nie für ihn da. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal besucht. Ich habe das nicht ein einziges Mal geschafft, ihn da zu besuchen. Warum hast du es nicht gemacht? Ich kann es nicht sagen im Nachhinein. Ich hatte Angst, da hinzugehen in so eine Anstalt, weil ich auch schon mal so weit war, halt da reinzugehen. Und ich habe mir so gedacht, du kannst da nicht hingehen. Warum warst du schon mal so weit? Weil ich mit 14 vergewaltigt wurde. Mhm. Sind deine Eltern ihn besuchen gegangen? Ja, die waren da jeden zweiten Tag. Ja. Mhm. Wenn es schlimm war, kam es auch jeden Tag. Sind sie da rausgefahren? Mhm. Habt ihr euch denn geschrieben, wenigstens, während dieser Zeit? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Kontakt. Und der Kontakt vorher, als er nicht in der Klinik war, habt ihr euch da öfter gesehen? Naja, schon, aber das war so abgekapselt, das Verhältnis. Also er war ja nicht mehr er selber davor. Die Krankheit war ja dann schon ziemlich weit ausgebrochen. Wie viele Jahre hatte er das schon? Vor 2 Jahren war er schon mal in der Anstalt. Vor 2 Jahren? Ja, da hat er halt die Akte gelesen, was er nicht lesen durfte, und da war halt Verdacht auf Schizophrenie. Ja. Und seitdem war eigentlich nie wieder was gewesen und ich hätte das echt schon vergessen, dass er damals da drin war und so. Und ja, dann ist das halt ausgebrochen auf einmal wieder. Das fing halt dann im November, Anfang November fing das halt dann an, dass er halt ein Praktikum machen musste von seiner Schule aus. In dem Praktikum, da musste er wirklich die blödesten Arbeiten machen, zum Beispiel Briefmarken aufkleben. Mhm. Und dafür wurde er halt noch ausgeschimpft, dass er das nicht mehr richtig machen konnte. Mhm. Und dann war da halt so ein familiäres Verhältnis und da kam er halt dann darauf, dass es eine Sekte sei. Mhm. Und da hat er halt dann gesagt, dass die eine Sekte sind, die mit reinziehen wollen. So, und dann hat er halt so gedacht, dass das der von der Schule hergeleitet wird und dass die Lehrer damit drin stecken in der Sekte. Dann hat er gedacht, dass die Schüler aus seiner Klasse mit in der Sekte drin sind. War das jetzt wirklich ein Verdacht oder war das eine Krankheit, dieser Verdacht? Das war die Krankheit. Das war die Krankheit. Das war absolut. Also er hat sich das alles so eingebildet. Ja, er hat sich alles. Und er hat sich immer mehr reingesteigert. Und er saß dann echt bei uns so da in der Küche, hat erzählt. Und er hat gezittert am ganzen Körper, als er uns das erzählt hatte, dass sie halt alle in der Sekte drin sind. Er war so fest davon überzeugt. Und immer, wenn er das erzählt hat, ist es einen richtig leeren Blick in seine Augen. Weißt du eigentlich, wie alt er war, als er zum allerersten Mal so Anzeichen hatte, dass da irgendwas nicht stimmt? Nein. Das damals überhaupt nicht mitbekommen, dass vor 2 Jahren, das war so eine Ruckaktion von ihm. Also ich habe auch nicht gewusst, dass er da schon in Therapie gegangen ist und so. Das hat er ja alles bloß seiner Mutter, also unsere Mutter halt erzählt. Und das heißt, deine Mutter hat dir wiederum auch nicht so viel davon berichtet? Und nein, eigentlich gar nicht. Ich wusste nichts. Ich wusste gar nichts. Ich habe dann auch am Ende, als er eingewiesen wurde, ich hatte halt auch gar nicht die Krankheit gesehen. Da hat meine Mutter halt so gesagt, ja, er hat Schizophrenie. Ich wusste gar nichts damit anzufangen. Das heißt, du hast ihn ja dann auch ganz lange bis zu seinem Tod nicht gesehen, ne? Ja, ich war halt,
Ja, er war halt dann die 3 Monate drin und dann kam er halt ins Krankenhaus, dass er jeden Abend nach Hause kam und so. Also er war ja immer vorher Tabletten vollgepumpt. Er hat sich ja nur schlafen gelegt. Eigentlich. Aber du hast gerade gesagt, dass er abgehauen ist und sich dann für den. Wo, er ist aus dem Krankenhaus abgehauen, oder wie? Nee, er war in der Anstalt schon. Dann wieder in der Anstalt. Ja, dann war er wieder in der Anstalt drin. Wer hat dir dieses von diesem schrecklichen Ereignis erzählt? Die Polizei war dann hier. Also es war halt Sonntagmorgen so. Mhm. Und da ging es halt erst los, ja, der ist abgehauen aus der Anstalt und das hat er schon mal gemacht. Da kam er nach Hause und da kam er aber nicht nach Hause und dann, und dann irgendwann 11:30 kam halt die Polizei und da kommt halt meine Mutter hoch ins Zimmer und sagt, Sophie, komm mal runter. Und ich kam halt gerade aus dem Bett und wie ich da halt so runtergegangen bin im T-Shirt und so, saß auf einmal 2 Polizisten da. Ich so, was ist denn hier los? Und ja, setz dich mal bitte, wir müssen dir was Schlimmes sagen und so. Mhm. Und dann haben die mir das halt gesagt so. Und dann wollten die mir gar nicht sagen, wie er es gemacht hat. Und ja, das ist ein zu großer Schock, nicht so, das will ich jetzt wissen. Und dann habe ich halt gesagt und dann bin ich halt hochgerannt in mein Zimmer, hab geheult und habe als allererstes meine beste Freundin angerufen. Ja, das Telefonat war nach 2 Minuten ungefähr wieder beendet, weil meine Mutter meinte, ja, komm wieder mit runter jetzt und die wollen mit dir reden und so. Und dann haben sie halt gemeint, dass sie unbedingt dahin fahren wollten, mit der Ärztin halt reden und so und die Sachen abholen. Und dann habe ich halt gesagt, ich will da nicht mit und dann haben sie halt gemeint, ja, du musst da jetzt mitkommen, wir wollen dich auf keinen Fall alleine lassen und so. Und ich bin da wie in Trance, dann haben die Polizisten auf mich eingeredet und ich bin da echt wie in Trance dahin gegangen. Ich war da so perplex und so weg und dann haben wir mit der Ärztin geredet. Und das Einzige, was diese Ärztin zu mir gesagt hat, ja, wir haben keine Schuld daran. Das war das Einzige, was die echt daran gesagt hat. Die hat jede Schuld von sich gewiesen. Wir haben ja auch nicht irgendwie gesagt, dass wir ja, so Schuld gehen, haben oder so. Da warst also du und deine Eltern bei der Ärztin. Ja, die konnte mir gar nichts sagen. Die waren nicht mal die zuständige Ärztin für meinen Bruder, nicht mal das. Wobei man in dem Moment ja wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht normal reden kann, wenn man so unter Schock steht. Ich wundere mich überhaupt, dass man dich damit hingenommen hat. Also, ja, weil sie so gemeint hatten halt, ja, meine beiden, also mein Vater und meine Mutter wollten da halt unbedingt hin. Ja, und ich sagte, ich möchte da nicht hin, ich möchte alleine sein. Und sagten die so, wir lassen dich nicht alleine, müsste einer hier bleiben. Ja, ja. Mussten denn deine Eltern ihn noch identifizieren? Nein. Nein. Ich wollte ihn zwar noch mal sehen, aber die haben das nicht zugelassen. Ja, das ist aber auch gut so. Nein, ich bereue das so wahnsinnig. Dass du nicht noch mal bei ihm warst? Auch, dass ich ihn dann nicht gesehen habe danach. Aber vielleicht ist es wirklich besser, wenn du ihn in Erinnerung behältst, so wie er. Aber ich meine, da werden die Bilder wenigstens durch Realbilder ersetzt. Ja, aber ich träume davon, ja. Ich sehe ihn so. Ich sehe, wie schlimm er aussieht, ja. Aber wie schlimm wäre es erst, wenn du es gesehen hättest, wie schlimm er aussah? Mein Gott, wenn sich jemand verletzt. Sicherlich, aber ich kann es doch so gar nicht begreifen. Es geht gar nicht in meinen Kopf. Ich meine, dieser Mensch, der war 17 Jahre meines ganzen Lebens immer um mich rum. Er war einfach immer da. Und jetzt auf einmal, von heute auf morgen, ist er weg. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich kann ja nicht mal in sein Grab gehen, weil ich einfach denke, dass das jetzt nicht sein Grab ist. Weil er liegt da gar nicht, weil er ist ja eigentlich noch da. Wie war denn für dich die Beerdigung? Ich hatte ja klug, dass meine beste Freundin mitgekommen ist zur Beerdigung. Der hat sich extra freigenommen und so, aber es war einfach, ich weiß nicht. Sprecht ihr in der Familie viel über Nein. den? Gar nicht. Mit wem kannst du, nur mit deiner besten Freundin kannst du darüber Nein, sprechen? Nein, nicht mal das. Ich kann eigentlich mit niemandem darüber reden. Weil warum nicht mit der besten Freundin? Ja, ich weiß nicht, aus Angst davor, dass sie belasten würde oder so. Ach so, und du hast Angst, sie zu sehr zu belabern damit. Ja, immer dasselbe. Und ja, weiß ich halt irgendwie hilflos, die sich vorkommen und so. Und sie weiß dann auch nicht, was sie machen soll. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, Sophie, dass du keinen festen Menschen hast, mit dem du deine Trauer leben kannst, wo du dich aussprechen kannst, wo du dein Herz ausschütten kannst. Daher kommen auch diese Gedanken vielleicht, dass du dir Vorwürfe machst, dass du es hättest verhindern können oder dass du ihn nach dem Unfall nicht nochmal gesehen hast. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass du mit jemandem sprichst. Insofern finde ich auch gut, dass du hier angerufen hast, weil das ist vielleicht der erste ganz kleine Schritt. Ich möchte gerne, sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest und ihr gemeinsam etwas überlegt, dass du einen festen Ansprechpartner findest für die nächste Zeit, zu dem du immer regelmäßig einmal in der Woche vielleicht gehen kannst zum Sprechen. Ich habe einen festen Ansprechpartner. Ich bin ja in Therapie. Du bist in Therapie? Schon seit 3 Jahren. Und da sprichst du nicht darüber? Ja, nein, eigentlich nicht, weil wir andere Themen haben, was bearbeitet werden muss. Ja. Aber ich kann nicht alles auf einmal bearbeiten. Ja, verstehe. Aber es muss eine Lösung gefunden werden, weil der Druck so groß ist, habe ich den Eindruck.
irgendwann muss man mal raus. Ich weiß das. Ja. Jetzt geht die Sendung gleich zu Ende, Sophie. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte sehr gerne, dass du mit Anna, mit meiner Psychologin, jetzt noch redest. Ist das in Ordnung? Ja, okay. Ja, dann leg du mal auf und Anna ruft dich sofort wieder an. Okay. Okay, danke. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Michael Jansen. Morgen sind wir wieder im Radio und im Fernsehen um 1 Uhr bei Radio 1 Live und im WDR-Fernsehen. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sag bye bye. Bis morgen.